Du möchtest deine automatisch erstellten Kontodaten nachträglich ändern? Hier erfährst du wie. Starte CyberGhost VPN und klicke oben rechts in der Menüzeile auf Eingeloggt als, um die Kontoeinstellungen des Clients zu öffnen. Im Register Mein Konto klickst du anschließend auf die Schaltfläche Kontoverwaltung öffnen. Damit startest du deinen Browser, der für dich das Online-Management-Tool öffnet. Im Online-Management-Tool aktivierst du nun den Menüeintrag Kontoeinstellungen, um deine aktuellen automatisch erstellten Nutzerdaten anzuzeigen. Klicke anschließend auf die Schaltfläche Ändern neben deinem Nutzernamen und tippe einen neuen ein. Bestätige die Änderung mit einem Klick auf Aktualisieren. Gleiches gilt für die Änderung des aktuellen Passworts. Klicke auf Ändern, tippe das neue Wort ein und bestätige über Aktualisieren. Wie allgemein üblich, musst du das neue Passwort aus Sicherheitsgründen zweimal eingeben, auch um sicherzugehen, dass du es gut erinnerst. Bitte beachte die Hinweise hinsichtlich der Zahl und Art der Charaktere beim Erstellen eines neuen Passworts und Nutzernamens.